Moin ihr Lieben, wie in meinem Video zu meinen Lesevorsätzen für das Jahr 2021 schon angekündigt, habe ich mir einige Projekte vorgenommen, um meine ungelesenen Bücher hier zu Hause zu reduzieren. Und ja, ein Projekt davon ist mal zu schauen, was sind denn die Bücher, die schon am längsten ungelesen hier rumliegen. Und ja, warum ist das so? Und euch diese jetzt vorzustellen. Das ist jetzt ja das Ziel dieses Videos, aber es ist für mich auch eine Challenge, diese Bücher auch in diesem Jahr zu lesen. Das ist keine 21 für 21 Challenge oder 12 Bücher für 12 Monate. Sowas ist mir meistens zu viel und auch zu einschränkend. Ich habe mich jetzt für die 5 Bücher entschieden, die eben hier am längsten rumliegen, und das sind mindestens ja knapp 2 Jahre. Ich fange jetzt auch tatsächlich mit dem Buch an, was noch am kürzesten hier liegt, und arbeite mich dann zu den Büchern oder zu dem Buch vor, was jetzt auch wirklich schon sehr, sehr lange hier liegt. Ja, und ich muss sagen, als ich die rausgesucht habe, habe ich auf jeden Fall festgestellt, dass ich auf alle Bücher, die ich euch vorstellen möchte, echt viel Lust habe. Das heißt, da ist kein Wackelkandidat dabei, wo ich eigentlich gar nicht so viel Lust habe zuzugreifen. Umso fraglicher ist es natürlich, warum die so lange hier schon gelegen haben. Aber ich freue mich auf jeden Fall, die jetzt endlich zu entdecken und von meinem Sub, von meinem Stapel ungelesener Bücher endlich zu befreien. Ja. Die erste Subleiche, die ich euch zeigen möchte, ist jetzt knapp 2 Jahre auf meinem Sub. Es handelt sich hierbei um einen Klassiker, einen sehr düsteren Klassiker. Und zwar ist das Das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde. Das Buch ist seit dem 29.03.2019 bei mir. Jedenfalls war da das Neuzugänge-Video. Also seit März 2019 liegt dieses Buch bei mir ungelesen. Und das ist sehr, sehr schade, weil da wird so viel drüber geschwärmt und ich habe so viel Lust. Ich habe auch schon tatsächlich die ersten paar Seiten angelesen gehabt. Und fand den Schreibstil schon so poetisch und ja, inhaltsschwanger. Das wird sicherlich kein Buch sein, was man eben mal so wegrauscht oder wegliest, dass man das auf jeden Fall trotzdem genießen kann, wenn man das ganz langsam in einem kleinen Häppchen liest, kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Hier geht es ja um einen jungen Mann, der wunderschön ist, und er geht einen Pakt ein mit dem Teufel oder mit irgendeinem Boten des Teufels, könnte ich mir vorstellen. Und zwar, dass er nicht altert, dass er seine Schönheit behält. Dafür altert ein Gemälde, was von ihm extra dafür angefertigt wurde. Und dieses Gemälde hütet er natürlich wie einen Schatz. Und ja, er merkt das immer wieder, dass dieses Gemälde immer mehr verfällt. Und sein Geheimnis muss er natürlich bewahren. Und er lebt ja sein Leben in Rausch und Party und ganz viel Sex, denke ich mal auch. Also da ja, lebt er vieles aus. Was dann passiert ist, er ist nicht mehr er selbst. Und der Pakt mit dunklen Mächten hat grausame Folgen, steht hier hinten drauf. Ich habe mal eine Verfilmung gesehen, eine eher moderne Verfilmung. Die hatte mir schon gut gefallen. Ich hoffe auf sehr, sehr düsteres, aber auch gleichzeitig sehr tiefgründiges und philosophisches. Und eben der Schreibstil war von Anfang an schon sehr, sehr blumig und sehr verschachtelt und hatte mir damals aber schon sehr gut gefallen. Also da freue ich mich drauf. Ich finde die Ausgabe auch einerseits sehr, sehr schön, besonders den Buchrücken, also wenn das Buch so im Regal steht. Ich muss aber sagen, dass ich ja den Typen hier drauf, der wahrscheinlich Dorian Gray, ja, abzeichnen soll, alles andere als schön finde. Ja, da schüttelt es mich so ein bisschen, aber gut, vielleicht für die damalige Zeit, da hätten sie ganz gerne ein anderes Motiv nehmen können. Aber ansonsten finde ich die Anaconda-Ausgabe wirklich sehr, sehr schön, und die ist auf jeden Fall auch sehr preisgünstig, kann ich daher auch empfehlen. Das nächste Buch ist im August 2018 bei mir eingezogen, das heißt, es ist auf jeden Fall schon 2,5 Jahre bei mir hier zu Hause, und es ist der Beginn einer Reihe. Ich kann mir gut vorstellen, dass zum einen das auch immer ein Grund ist, warum man nicht zu diesen Büchern greift, weil man dann gleich so einen ganzen Rattenschwanz da noch mit hinterhängen hat. Nicht, dass ich keine Reihen mag. Ich finde ja gerade so bei High Fantasy ist es durchaus
auch notwendig, mehrere Seiten zu haben. Da kann man nicht eben mal in 400 Seiten eine ganze Welt erschaffen und das Ganze episch auszugraben und dann auch noch Charaktertiefe zu erschaffen. Das braucht schon mehrere Seiten und deswegen mag ich Reihen auch gerne. Ja, allerdings ist es natürlich viel Zeit, die da in Anspruch nimmt. Ich glaube, diese Reihe hat 4 Bände. Ich zeige euch sie jetzt einmal, und zwar ist das Flammenwüste von Akram El Bahai. Und das ist auch noch eine Drachenreihe. Ich denke, der zweite Punkt, der dazu geführt hat, warum ich da immer nicht zugegriffen habe, ist, dass ich immer gesagt habe, das spielt in der Wüste und das wäre doch gut, im Sommer zu lesen. Und immer wenn der Sommer dann vergangen ist, denkt man, ach ja, ich warte lieber auf den Sommer, ich lese das jetzt nicht im Herbst oder im Winter. Ja, aber dafür möchte ich gerne ein bisschen Abstand nehmen. Klar habe ich jetzt dieses Jahr das gesamte Jahr Zeit und könnte es dann im Sommer lesen. Ich muss es jetzt nicht im tiefsten Winter lesen, aber sonst, ich bin ja sonst auch kein Jahreszeitenleser, bis auf im Winter finde ich halt es schön, auch winterliche Bücher zu lesen. Aber ansonsten, ja, wenn das Buch gut ist und die Stimmung gut eingefangen wird, dann ist das auch egal, wann man es liest, weil man dann eh sein Umfeld überhaupt nicht mitbekommt und im Buch verweilt. Ja, hier wollte ich gerade sagen, lest euch den Klappentext vor, aber da ist wenig los auf dem Klappentext, deswegen lese ich euch jetzt die Innenklappe vor. Und ich weiß, dass es halt eine wunderbare Mischung aus Tausend und einer Nacht und Drachen ist. Und deswegen ja, kann ich nur sagen, dass ich mich da jetzt schon sehr drauf freue. Drachen, begann Anur die Geschichte, sind so alt wie die Welt selbst. In ihnen brennt dasselbe Feuer, das noch heute tief im Innern der Erde lodert und das am Anfang aller Tage das Land zum Schmelzen und die Ozeane zum Kochen gebracht hat. Es ist das Feuer, aus dem die Welt geschaffen wurde. Lange haben die Drachen friedlich Seite an Seite mit den Menschen gelebt, bis der große Krieg über die Welt kam. Die Gerüchte verbreiten sich wie ein Lauffeuer durch das Wüstenreich Nabija. Ein Drache soll Karawansereien und Dörfer niederbrennen. Dabei glaubt kaum noch jemand an die Existenz dieser Wesen. Dem Märchenerzähler Anur bescheren die Gerüchte ein großes Publikum. Aber auch er hält die alten Geschichten über feuerspeiende Ungeheuer nur für Märchen, bis er auf Drachenjagd geschickt wird und in der tiefen Wüste auf ein uraltes Wesen trifft, so schwarz wie die Nacht selbst. Ein großartiges Fantasy-Epos über vergessene Drachen, verlorene Magie und lebendige Märchen. Das spricht mich aus allen Poren an. Ich habe dieses Buch damals von der lieben Julia vom Kanal Leseritt dazu geschickt bekommen. Ich glaube, sie hatte damit mal angefangen und sie hat gemerkt, das war nicht so ihrs. Und da hat sie an mich gedacht und hat mir das zugeschickt. Also da bin ich ihr sehr dankbar. Und auch vom Autoren Akram El Bahai habe ich schon einiges Gutes gehört. Er hat ja auch diese Bücherstadt, Büchermagie-Reihe geschrieben und da hatten einige von geschwärmt. Ja, ich finde es toll. Ich hoffe halt auch, dass die Drachen hier nicht nur als Monster dargestellt werden, sondern sehr ambivalent. So scheint es ja auf jeden Fall angedeutet zu sein im Klappentext. Und ja, also da freue ich mich besonders drauf. Ich denke mal nicht, dass ich da jetzt im Januar, Februar zugreifen werde, aber dann ab Frühjahr soll es auf jeden Fall losgehen. Und wenn es mir gefällt, so ist es natürlich auch bei den anderen, die irgendwie noch Folgebände haben, dann geht es natürlich weiter. Oder danach sage ich, okay, nee, das war nichts, muss ich nicht unbedingt weiterverfolgen. Ja, das werdet ihr dann erleben. Und es geht weiter in die Vergangenheit. Schon über 3 Jahre liegt dieses Buch hier bei mir. Und hierbei handelt es sich auch um einen, ja, High-Fantasy-Klassiker, kann man schon sagen. Jedenfalls um ein sehr, sehr bekanntes Werk. Und davon wird sehr viel geschwärmt. Deswegen glaube ich auch, dass mir das sehr gut gefallen wird. Aber auch hier, wie bei der Flammenwüste, hat es halt mehrere Nachfolgebände und sogar noch mehr. Da ist hängt ein ganzes Universum und mehrere Reihen dran. Das heißt, da hätte ich ordentlich was zu tun. Aber andererseits wäre es halt natürlich eine tolle Reihe, die ich entdecken kann. Und zwar handelt es sich um Die Gabe der Könige von Robin Hobb oder auch die Weitseher-Reihe. Die wurde damals, also vor knapp 3,5 Jahren, wurde diese Reihe neu aufgelegt. Und ja,
Dieses Buch ist ein Leseexemplar, das damals noch, als ich in der Buchhandlung gearbeitet habe, bei mir eingezogen. Und das habe ich mir ziemlich schnell unter den Nagel gerissen, als ich da gesehen habe. Und ich war sowieso einer der wenigen, die da auch wirklich High Fantasy gelesen hat. Und deswegen hat das auch mir niemand streitig gemacht. Tja, aber trotzdem liegt es jetzt hier 3,5 Jahre. Es ist relativ dick, es gibt viele Folgebände. Ich sehe auch gerade hier, da unten ist es ein bisschen vergilbt. Das kommt, weil es so im Regal lag und vielleicht von der Sonne dann beschienen wurde. Aber ja, ist ja nicht so schlimm. Auf jeden Fall hat da zum Beispiel die liebe Carina Zacharias so viel von geschwärmt. Ich glaube, das sind eines ihrer liebsten oder einer ihrer liebsten Fantasy-Bücher. Und es spricht mich schon an, ja. Gerade weil auch die Charaktere toll sein sollen. Aber im Klappentext ist das eher so aufgebaut, als gehe es so ein bisschen in Intrigenrichtung und ich spüre da nicht so viel von Magie. Vielleicht habe ich deswegen auch noch nichts dazu gegriffen. Aber gerade diese Beziehung zwischen unserem Charakter und den Hunden und den Tieren, weil er da so eine Fähigkeit hat, eine Verbindung aufzubauen, soll ganz toll gemacht sein. Und irgendwas Fantastisches wird schon hier drin sein. Es erinnert natürlich so ein bisschen optisch an Game of Thrones. Und dadurch, dass es hier so ein bisschen auch verschiedene Königreiche und so ein bisschen Intrigen besitzt, kann man natürlich auch davon ausgehen, dass es vielleicht in die Richtung geht. Aber wie gesagt, ich hoffe hier auch ein bisschen mehr Magie als in Game of Thrones und um ein bisschen weniger Intrigen und vielleicht auch ein bisschen weniger Figuren. Ich werde euch auch hier mal den Innenklappentext vorlesen, weil auch hinten drauf ist nur so ein paar Pressestimmen abgebildet. Fitz ist ein Bastard, der Sohn eines Prinzen und eines Bauermädchens. Doch schon in jungen Jahren nimmt ihn der König in seine Dienste. Noch ahnt Fitz nicht, was er für seine Treue aufgeben muss. Seine Ehre, seine Liebe, sogar sein Leben. Denn die Intrigen bei Hofe sind mannigfaltig und Fitz kann seine Augen nicht vor dem drohenden Unheil verschließen, das dem Reich droht. Doch da befiehlt ihm der König genau das zu tun. Fitz muss sich entscheiden, wird er gehorchen oder seinem eigenen Gewissen folgen. Robin Hobb macht süchtig wie Morphin und das liegt nicht nur an ihrer brillanten Vorstellungskraft, sondern auch an der Art und Weise, wie ihre Charaktere von der Politik manipuliert und kompromittiert werden. In keinem Genre gibt es viele Autoren, die es mit Robin Hobb aufnehmen können. Ja, wie ihr schon hört, es wird hier Politik gesagt, es werden hier Intrigen angesprochen, also die Befürchtung ist eben da, aber ich finde es immer toll, wenn wir einen Charakter ziemlich von jungen Jahren bis hin in sein erwachsenes Leben begleiten. Und gerade diese Charakterstudien finde ich halt ganz, ganz toll. Ich werde auf jeden Fall den ersten Band lesen und dann entscheiden, wie es mit dieser Serie weitergeht. Von den Stimmen her bin ich auf jeden Fall guter Dinge. Das stand halt auch schon davor, bevor ich es mir angeschafft habe, auch noch als alte Ausgabe schon lange, lange auf meiner Want-to-Read- bzw. Wunschliste. Und deswegen will ich es auf jeden Fall ausprobieren und diese High-Fantasy-Lücke schließen. Aber wie gesagt, es ist vielleicht hier ein bisschen der Klappentext, der mich abschreckt und auch eben die Länge, die epische Breite dieser Reihe, die halt aber auch was Positives hat, wenn es denn gefällt. So, und jetzt kommen wir zu den zwei Büchern, die am längsten auf meinem Sub liegen. Und zwar sind die schon über 5 Jahre hier. Also Wahnsinn. Also zu Anfang meiner YouTube-Laufbahn sind die hier schon eingetrudelt. Und eines davon ist, wenn ich mir meinen Sub immer so angeguckt habe, wirklich eines der Bücher gewesen, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Das ist schon ein bisschen seltsam. Aber wir fangen jetzt erstmal mit dem anderen an, wo ich noch am ehesten sagen würde, okay, da habe ich manchmal schon drüber nachgedacht, es auszusortieren. Aber dann war ich dann doch noch fasziniert, als ich den Klappentext gelesen habe. Und zwar ist das Hüter der Worte von Diana Menschik. Es geht so ein bisschen in Richtung Tintenherz. Wir haben hier einen Autoren, der dann in seiner Welt verschwindet, in seiner Welt untertaucht. Er soll nämlich eine Fortsetzung schreiben und daran scheitert er so ein bisschen. Und er hofft aber, wenn er jetzt in seiner Welt ist, da vielleicht ein bisschen etwas zu machen. Er trifft auf seinen Hauptcharakter und der ist aber gar nicht erfreut, dass irgendjemand da
in seine Welt hineinkommt und alles kontrollieren möchte. Er hat ganz andere Probleme. Ja, das könnte ein bisschen humorvoll sein, aber halt eben auch episch und ja, etwas auch für Bücherfans. Das ist natürlich immer schön, wenn Autoren, die Buchbranche oder einfach besondere Bücher eine Rolle spielen, die dann auch noch mit Magie verwoben sind. Das ist natürlich genau mein Beuteschema. Und von Diana Menschik habe ich auch bereits ein Buch gelesen und das hat mir sehr gut gefallen. Das ist tatsächlich auch mal eine deutsche Autorin, glaube ich. Ich gucke mal eben rein. Ja, ist eine deutsche Autorin. Und ihr möchte ich auf jeden Fall auch eine, was heißt, weitere Chance. Also das erste Buch hat mir wirklich gut gefallen. Deswegen ist das auch ein Argument gewesen, warum es hier bleibt. Natürlich gibt es in diese Richtung einige Bücher, aber ich lese ja sowas sehr gerne. Und es ist tatsächlich ein Einzelband, was in der Fantasy ja auch eher selten ist. Und ja, das finde ich auf jeden Fall gut. Eine gefährliche Welt, ein dunkles Geheimnis und ein Held wider Willen. Ja, so viel dazu. Das ist natürlich auch mal so ein Buch, was man dazwischen schieben kann, weil es eben kein Folgeband hat und es auch nicht ewig lang ist. Ja, 530 Seiten, das ist auf jeden Fall in einer Woche zu machen, wenn es nicht sogar so reißerisch geschrieben ist, dass man schneller durch ist. Und die letzte Subleiche, die ich euch zeigen möchte, ist das Lied von Mond und Sonne von Wanda N. McIntyre, ebenfalls 5,5 Jahre hier schon bei mir zu Hause. Gemeinsam mit Hüter der Worte war das in einem Tauschpaket von der lieben Dunja damals enthalten. Leider macht sie ja keine Videos mehr, aber wir haben uns damals sehr gerne ausgetauscht und haben halt auch ein Tauschpaket gemacht und da waren unter anderem eben auch diese beiden Bücher drin. Ja, und auf dieses Buch freue ich mich eigentlich mit am meisten. Ich liebe, liebe dieses Cover. Ich habe das damals in der Buchhandlung entdeckt und war sofort Feuer und Flamme. Ich hatte erstens auch überhaupt noch gar nichts von diesem Buch gehört oder irgendwo das Cover gesehen. Das ist tatsächlich eine Neuauflage gewesen. In den Ende der 90er ist das erstmals erschienen auf dem Buchmarkt. Und 2015 ist es eben als Neuauflage herausgekommen und dann relativ schnell in Form dieses Tauschpakets bei mir eingezogen. Ja, dieses Buch verbindet sehr, sehr schön Alchemie, Magie und Historisches. Es ist ebenfalls ein Einzelband und ich hatte tatsächlich schon mal bei einem Triad-Chapter in dieses Buch hineingelesen und war auch wirklich schon sehr angetan. Ich habe dann allerdings in einem anderen Buch weitergelesen und das dann erstmal weggelegt. Auch hier hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es eher ein Sommerbuch ist. Vielleicht ist es deswegen auch noch nicht gelesen. Es ist aber ein Einzelband und ja, deswegen verstehe ich eigentlich überhaupt gar nicht, warum das hier liegt. Es hat immer wieder zurückstecken müssen und ich freue mich, dass es jetzt auf dieser Subleichen-Challenge gelandet ist, damit ich es dieses Jahr endlich lesen werde und da freue ich mich extrem drauf. Versailles zwischen Alchemie, Magie und Wissenschaft. Der Hof des Sonnenkönigs ist in Aufruhr. Eine Expedition hat eines jener legendären Seemonster gefangen, die Meere bevölkern. Die junge Marie wird mit der Pflege der geheimnisvollen Kreatur beauftragt. Je mehr Zeit sie mit dem Geschöpf verbringt, desto stärker regt sich der Verdacht in ihr, dass sie es mit einem denkenden, fühlenden Wesen zu tun hat. Doch an einem Ort wie Versailles, der von Intrigen und Machtspielen beherrscht wird, ist es gefährlich, sich für die Wehrlosen einzusetzen. Die schönste historische Fantasy, die je geschrieben wurde und atemberaubend exakt die richtige Mischung aus historischen Fakten und Fiktion, um wie jede gute Fantasy unserer realen Welt den Spiegel vorzuhalten. Ja, ich finde, es klingt irgendwie abenteuerlich und auch diese Mischung finde ich irgendwie besonders aus, wie gesagt, Alchemie, Magie, Wissenschaft und historischen Fakten. Ich hoffe nur, dass dieses fühlende, denkende Wesen und unsere Protagonistin nicht jetzt irgendwie noch in einer romantischen Liaison enden. Das würde ich sehr, sehr schade finden. Ich hoffe, dass es eher um eine Freundschaft geht. Ja, aber ansonsten finde ich, hört sich das richtig toll an. Und ja, je mehr ich dieses Cover angucke, bin ich darin einfach total verliebt. Ja, das waren die 5 ältesten Subleichen, die hier schon lange, lange Jahre auf meinem Sub liegen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir dazu noch einige motivierende Worte sagt, wenn ihr die Bücher vielleicht auch schon gelesen habt oder auch schon im Auge habt, wie sie euch gefallen haben und ja, welches Buch soll ich denn als erstes lesen? Wozu soll ich als erstes greifen? Schreibt mir das in die Kommentare, das motiviert mich noch
dazu. Ich freue mich echt, die jetzt endlich erlösen zu können von dem Sub und freue mich über dieses Projekt. Und ich glaube, 5 Bücher sind auch nicht zu viel und auch nicht zu wenig, genau die richtige Anzahl. Denn es kommen ja noch weitere Projekte, die ich angehen möchte. Und insgesamt ist es dann schon eine, ja, recht sportliche Anzahl von Büchern, die ich lesen möchte. Aber im Moment bin ich sehr motiviert und habe mir natürlich immer kleine Hintertürchen offen gelassen, damit es für mich nicht in Stress ausartet. Und zum Schluss möchte ich gerne noch die Frage loswerden: Was ist denn das Buch bei euch, was schon am längsten bei euch liegt und wie lange liegt es bei euch schon? Könnt ihr das toppen mit den 5 Jahren? Liegen Bücher schon länger bei euch? Und warum habt ihr die noch nicht gelesen? Das sind Fragen, die mich total interessieren. Ich hoffe dann von euch in den Kommentaren zu lesen. Und jetzt bleibt mir nur noch, euch einen wunderschönen, lesereichen Tag zu wünschen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.